Leute, anders als geplant, aber heute geht's los. Heute kommen die Pferde nach Hause. Grüß euch, freut mich, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Das ist ein sehr spontanes Video, von der Pferdeübersiedlung. Heute ist Dienstag, ich habe mir gedacht, ich mache mir heute einen gemütlichen Tag. Und ja, rufe meine Stallbesitzerin an und wir haben einen kleinen Kommunikationsmissverständnis gehabt. Sie hat gesagt, voraussichtlich Ende März. Ja. Und sie hat gesagt, ja, passt, sag's genaue Datum Bescheid. Dann habe ich gesagt, Stall ist fertig, aber ich habe noch keine Kuppe stecken. Und ja, heute ist der 31. März und ja, morgen zieht ein neues Pferd in den Stall ein. Und deswegen habe ich jetzt in wirklicher Eile, alle beteiligten Parteien angerufen, ob sie denn heute Zeit hätten, die Ruby zu übersiedeln. Und die Sunny auch zu übersiedeln. Und Gott sei Dank klappt heute alles. Das heißt, ich habe mir jetzt gerade von meinem Papa, ich sitze dahinter, in Pferdeanhänger geholt, Kuppe stecken. Und wir machen jetzt am Stall alles fix fertig. Und am Nachmittag wird die Ruby geholt und die Sunny wird geliefert. Und dann hoffen wir, dass das heute alles wunderbar klappt. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Ein paar Sachen sind heute auch noch geliefert worden. Und somit wird es gut gehen. So, der Heubringel ist schon da. Der Stroh ist da. Das wird jetzt mal verteilt. Da überall. Wasser ist einlassen. Schaut schon gut aus. So, Paddock ist auch soweit fertig. Und so schaut meine Weide jetzt noch aus. Kuppe stickern sind schon gesetzt. Da in der Mitte sind jetzt auch welche. Ich mache jetzt einmal zwei kleinere Koppeln, damit sie sich zuerst mal über den Zaun kennenlernen können. Und ja, meine richtigen Koppelsteckern werden ja erst geliefert. Und dann wird die Weide erst so richtig gemacht. Deswegen ist das hier jetzt einfach nur die provisorische Weide, damit sie einmal kommen können. Und dann wird die erst richtig gescheit gemacht. Oh ja, und jetzt wird noch Litzen zu. Ich bin jetzt mit dem Auto schon am Stall. Und da steht schon das Mädel. Und wart schon. Ja, Mädel, um die geht's halt. Wir holen die jetzt ab. Die Ruby erkundet den Paddock. Sie war schon drin im Stall, hat auch schon getrunken. Und schaut ganz aufmerksam. Aber ist prinzipiell eigentlich voll ruhig. Und ja. Hat jetzt auch nicht geschwitzt oder so. Man war eh noch kurz vor, aber trotzdem. Und ich finde es einfach, die ist jetzt so brav in den Hänger eingestiegen. Die hat jetzt so niemand hängen gewartet, dass sie. Man denkt, irgendwie hat sie es gewusst, was jetzt kommt. So, magst du einen Stall? Wie selbstverständlich marschiert die da umher. Ja, yeah, sie kackt das erste Mal in den neuen Stall. Und wer ist da gut angekommen? Die Sunny. Ist mega entspannt und die Ruby will einfach nur ein wenig spielen, nur ein wenig umdäufeln und die Sunny ist total desinteressiert. Ich habe jetzt noch kurze Zeit den Zwischenteil entfernt, weil man gedacht hat, die sind so ja, uninteressiert aneinander. Und ja, schaut gut aus, würde ich sagen. Da geht einem das Herz auf, oder? Die Ruby ist noch richtig lustig. Und der Sunny ist einfach so wurscht. Gemeinsam das Paddock erkundet.
Also gerade die Pferde kennen sich jetzt nicht einmal eine Stunde. Wollte ich noch mal anmerken. Ja, Sani, schau deinen Stall an. Aber ich konnte nicht einmal sagen, wer von die zwei Chefin wird. Dann einfach, also die Sani legt die Ohren auch hier und da und dann geht die Ruby. Aber ich glaube, dass sie das einfach nur ausmachen werden über die Zeit. Abendessen. Nein, 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 nein. Du hast eine Schüssel da drüben. Du hast eine Schüssel da drüben. Wieder der Giras. Die Ruby hat sich der Sani-Schüssel aufgerissen. Und die Sani frisst aus der Ruby ihre. Aber es ist das gleiche drin. So, ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ihr seht, ich habe mich jetzt schon ein bisschen dicker angezogen. Nämlich ordentlich kalt draußen. Bei den zwei ist alles mega, mega ruhig. Und ja, sie fressen miteinander, sie gehen miteinander im Paddock, also schauen über so, wo die eine ist, ist die andere auch. Aber halt so ruhig hätte ich mir niemals vorgestellt, dass das so entspannt überläuft. Ich freue mich auf jeden Fall voll und halte euch auch natürlich die nächsten Tage am Laufenden, wie es jetzt weitergeht.